Mein Brokkoli habe ich schon längst abgeerntet. Trotzdem habe ich die Pflanzen dran gelassen und die haben dann noch mal so richtig schön geblüht, wie ihr hier sehen könnt. Ja, und hier geht es richtig hoch her. Hier sind Schmetterlinge, Hummeln, Bienen. Ja, alles, was man gerne hat im Garten, tummelt sich hier tatsächlich. Da summt und brummt den ganzen Tag. Hier kann man sich wirklich wunderbar aufhalten. Deshalb vielleicht auch mal ein Tipp an euch, wenn ihr auch Brokkoli habt, lasst ihn auch einfach mal ausblühen. Das sieht nicht nur zum einen auch schön aus, es ist auch wirklich gut für die, ja, für die Bienen, für die Hummeln, eigentlich für ganz viele Insekten. Das wollt ihr euch hier in dem Video mal zeigen. Schaut mal, hier überall kann man es sehen. Ich weiß nicht, wie gut das auf der Kamera rüberkommt. Vielleicht habe ich es jetzt auch so ein bisschen verscheucht in dem Teil, wo ich jetzt hier einfach stehe. Wenn man aber von Weitem rangeht, dann sieht man das schon immer und die Schmetterlinge fliegen hier durch die Gegend dann auch. Das ist wirklich, ja, schön anzusehen. Versucht es einfach auch mal. Ihr helft auf jeden Fall den Bienen damit weiter.